Im zweiten Teil der Ringvorlesung werden wir die phänomenologische Thermodynamik besprechen. Der ganze Inhalt dieser Vorlesung ist in dieser Briefmarke auf der rechten Seite zusammengefasst. Wenn Konzepte wiederholen, System und Umgebung, Zustandsgrößen, die mathematischen Anforderungen an diese Zustandsgrößen und die Hauptsätze der Thermodynamik, die letztendlich dann in die handhabbare Größe überführen, die Gibbsche Energie und die freie Energie, die wir dann in der nächsten Vorlesung nutzen werden, um Anwendungen zu diskutieren. Sie kennen das Spiel, wir beginnen immer wieder mit vielen Fragen. Formulieren Sie den nullten Hauptsatz der Thermodynamik. Und das wären die Fragen, wenn Sie in der Prüfung reinkommen und nervös sind, die die Nervosität rausnehmen soll, die Sie sicher wissen. Drücken Sie die Pause-Taste und legen Sie los. Ja, der nullte Hauptsatz führt im Wesentlichen die Temperatur ein. Er behauptet, zwei Objekte, die im thermischen Kontakt sind und lange im Kontakt sind, erreichen einen gemeinsamen Gleichgewichtszustand, der charakterisiert ist durch die gleiche Temperatur. Also präzis formuliert, alle Körper, die mit einem gegebenen System im thermischen Gleichgewicht stehen, sind auch untereinander im thermischen Gleichgewicht. Sie besitzen eine gemeinsame Eigenschaft, sie haben dieselbe Temperatur. Wir haben eine Reihe von Thermometern diskutiert. Besonders attraktiv war das Gasthermometer, bei dem ich die Volumenausdehnung messe als Funktion der Temperatur. Wir hatten zwei Fixpunkte eingeführt, 0 Grad Celsius, 100 Grad Celsius. Und diese Definition führt zu etwas Ungewöhnlichem. Die Definition führt zu einem absoluten Nullpunkt, der auf der Celsius-Skala bei minus 273,15 Grad Celsius liegt. Mir ist es wichtig, dass Sie ein Gefühl entwickeln für Größenordnungen. Hier sind zwei Objekte, drücken Sie die Stopp-Taste und sagen Sie die Temperatur vorher. Die Temperatur der Oberfläche der Sonne und die Schmelztemperatur von Kupfer. Sie haben in der Thermodynamik beim schwarzen Strahler diskutiert, wie ich diese Daten analysiere. Und Sie wissen, dass die Oberflächentemperatur von der Sonne etwa bei 5800 Kelvin liegt. Metalle schmelzen so um die 1000 Grad Celsius. Genauer, das würde ich nachgucken. Wir haben hier eine Wasser- und Eismischung. Hängt die Temperatur dieser Wasser-Eis-Mischung ab vom Mengenverhältnis des Eises und Wasser? Ändert sich die, wenn ich Eiswürfel rausnehme? Nun, die Antwort ist auch ganz trivial. Sie ändert sich natürlich nicht. Die Temperatur ist nicht abhängig davon, in welchem Mengenverhältnis die vorliegt. Andere wichtige Temperaturen, die Sie vielleicht kennen sollten, wäre die Temperatur von flüssigem Helium, 4 Kelvin, die Temperatur von siedendem Stickstoff, 77 Kelvin. Mir ist es immer ein wichtiges Anliegen, dass Sie verstehen, was diese Größen auf molekularer Ebene bedeuten. Was haben zwei Objekte gemeinsam, die die gleiche Temperatur besitzen? Sie sehen links hier einen Behälter gefüllt mit Xenon, auf der rechten Seite mit Helium. Beide sind miteinander in Kontakt. Sie haben die gleiche Temperatur. Welche Eigenschaft ist auf molekularer Ebene gleich? Stopptaste und nachdenken. Das sollte flutschen bei Ihnen.
Sie sollten klares Statement abgeben, nämlich dass die mittlere kinetische Energie der Teilchen gleich sind. Die mittlere kinetische Energie der Xenonatome entspricht der mittleren kinetischen Energie der Heliumatome und ist durch die Temperatur bestimmt. Die mittlere kinetische Energie ist gegeben durch 3 halbe K Boltzmann mal T. K Boltzmann ist nichts anderes als die Gaskonstante durch die Avogadrozahl. Eine komplexere Frage. Eine der ganz mächtigen Methoden zur Strukturuntersuchung ist die Neutronenbeugung. Sie sehen hier die entsprechende Anlage in Grenoble. Sie sehen hier einen Reaktor und dieser Reaktor erzeugt Neutronen und diese Neutronen können Sie sehr gut nehmen, um durch Streuexperimente Materie zu untersuchen. Besonders attraktiv sind Neutronen, dass sie durch selektives Deuterieren einen Kontrast in weicher Materie einführen können und damit ganz tiefe Einblicke kriegen in die Organisation der Materie. Sie wissen auch aus der Quantenmechanik den Welle-Teilchen-Dualismus. Sie können einen Strom von Teilchen eine Wellenlänge zuordnen. Und bei der Neutronenbeugung ist es so, die Neutronen, die durch den Zerfall von Uran-235 erzeugt werden, laufen durch einen Moderator. Das kann zum Beispiel schweres Wasser sein. Es folgen viele Stöße. Und die Temperatur des Wasserbades bestimmt die Wellenlänge der Neutronen. Wie ist der Zusammenhang? Drücken Sie die Stopptaste und denken Sie nach. Eigentlich nicht so kompliziert, obwohl die Objekte so unterschiedlich sind. Ein kleines Neutron gegen ein großes, schweres Wassermolekül. Die Objekte stoßen miteinander, sie wechselwirken und aufgrund dieser Wechselwirkung kann ich ihnen eine gemeinsame Eigenschaft zuschreiben, die gleiche Temperatur. Und es gilt genau das gleiche wie beim Beispiel Helium Xenon. Die mittlere thermische Energie, P² durch 2m, der Neutronen entspricht der mittleren kinetischen Energie P² durch 2m vom Moderator, dem schweren Wasser. Und ist bestimmt durch die Temperatur 3 halbe K Boltzmann mal T. Dann brauche ich nur noch auflösen und die de Broglie-Beziehung nutzen. De Broglie sagt aus, der Impuls ist H durch Lambda. Und damit kann ich schreiben, die Wellenlänge ist gegeben durch H, Wurzel, 2 mal die Masse des Neutronen, K Boltzmann mal T. Und was attraktiv ist, thermische Neutronen haben eine Wellenlänge, die so im Atomradius entspricht und sind damit sensitiv auf diesen Ebenen. In der phänomenologischen Thermodynamik beschreiben wir unser Ensemble aus so vielen Teilchen durch wenige ausgewählte Zustandsgrößen. Eine davon ist der Druck. Können Sie den auf molekularer Ebene interpretieren? Was ist der Druck? Stopptaste und diskutieren. Nun gut, Sie sehen hier an dem Bildchen, was passiert. Die Teilchen schwirren umher. Sie stoßen untereinander und sie wechselwirken mit der Wand. Wenn ein Teilchen an die Wand stößt, wird es reflektiert. Es gibt einen Impulsübertrag. Und dieser Impulsübertrag ist 2m mal v. Und dieser Kraftstoß, der damit verknüpft ist, der definiert eigentlich den Druck. Der Druck ist irgendwo verknüpft mit der Zahl der Stöße der Teilchen mit der Wand. Und ist damit auch klar, dass auch diese Größe nur auf makroskopischen Größen definiert ist. Weil, wenn ich einen Druck definieren würde und hätte ein Mini-Objekt,
eine Fläche mit einem 10 Nanometer, dann wäre das keine kontinuierliche Größe, sie würde stark fluktuieren. Betrachte ich dagegen eine Größe mit einem Mikrometer, dann ist die Zahl der Teilchen, die im Mittel auf diese Fläche fliegt, konstant und der Druck konstant und sinnvoll definiert. Ja, nettes Experimentchen. Down on the top of the glass, you got a nice firm cover there, your hand is flat. Ready? Now it seals much better this time. The paper's a little bit smaller. How about a wine glass? Success. Success with the wine glass. This is a really thin piece of paper, just standard copy paper. How about a shot glass and a smaller piece of paper? That's really simple. I wonder if this trick's possible using a tissue. Let's give that a try. Look at that. Works with a tissue. Ja, wie funktioniert dieses Experiment? Sie sind dran und erklären es Ihrem Nachbarn. Ist natürlich ganz trivial. Im Prinzip lebe ich hier von dem Unterdruck, der entsteht. Wenn ich das Glas hier abdecke mit dem Papier, ist ein Luftraum eingesperrt. Und in diesem Luftraum liegt der gleiche Druck vor wie im Außenraum. Damit das Wasser nicht ausläuft, muss die Gewichtskraft kompensiert werden durch etwas, was von dem Druckdifferenz herkommt, die Druckdifferenz zwischen innen und außen. Im Prinzip habe ich zwei Mechanismen, die hier wirken. Einmal biegt sich das Papier durch und bewirkt etwas zum Unterdruck. Das zweite ist, das Papier saugt Wasser auf. Und das Aufsaugen des Wassers, auch das bewirkt einen Unterdruck. Und ist recht beeindruckend, macht Spaß. Küchenthermodynamik. Wir haben also Zustandsgrößen eingeführt, die jetzt in diesem Augenblick mein System klar und deutlich charakterisieren. Mein System, dieser Behälter, hat einen bestimmten Druck. Ihm ist eine Temperatur zu ordnen. Das Gas nimmt ein bestimmtes Volumen ein. Dieses Gas hat eine bestimmte innere Energie und Entropie und so weiter. Und wir haben weitere Sachen eingeführt, nämlich, wir haben gesagt, diese Zustandsgrößen zeigen mitunter Abhängigkeiten. Wir haben Zustandsvariablen definiert und Zustandsfunktionen. Drücken Sie Stopp und definieren Sie diese Begriffe für sich. Auch das ist nicht schwierig. Nehmen wir das Gas nochmal her, wird es transparent. Das Gas wird beschrieben durch die thermische Zustandsgleichung Druck, Temperatur und Volumen. Und wir können sagen, mein Druck ist eine Funktion von Volumen und Temperatur. Ich sage, die Zustandsgröße Druck wird betrachtet als eine Zustandsfunktion und ihre Variablen sind das Volumen und die Temperatur. Was ich als Zustandsvariable wähle und was als Zustandsfunktion, ist meine freie Entscheidung. Ich könnte auch sagen, das Volumen ist eine Funktion von Druck und Temperatur. Und da wäre das Volumen die Funktion und der Druck und die Temperatur die Variablen. Sie werden es so wählen, wie es sinnvoll ist für Ihr Experiment. An diese Zustandsfunktionen waren einige mathematische Anforderungen geknüpft. Welche? Drücken Sie die Stopptaste und denken Sie nach. Nun, die Anforderungen an die Zustandsfunktionen sind zum einen das Ringintegral über die Änderung einer Zustandsfunktion über einen geschlossenen Weg ist gleich 0. Das sind meine Zustandsfunktionen, das sind die beiden Variablen. Und das Ringintegral über irgendeinen beliebig gewählten Weg ist 0. Das gilt genau dann, wenn die Größe dz ein totales Differential ist.
Also dz nach z1 mal dz1, dz nach d2 mal dz2. Wir haben das bis zum Erbrechen gemacht. Und ich erkenne, dass dieses hier ein totales Differential ist, wenn ich den Satz von Schwarz nutze. Und der Satz von Schwarz sagt aus, gemischpartielle Ableitungen sind gleich. Es ist völlig Wumpe, ob ich erst nach z2 ableite, dann nach z1 und dann oder erst nach z1 und z2. Das Ergebnis ist davon unbefangen. Das heißt, wenn ich eine Differentialform habe, schaue ich mir gemischpartielle Ableitungen an und wenn die gleich sind, weiß ich, ah, das ist eine friedliche Funktion und es gilt, Zustandsfunktionen sind davon unabhängig. Und das totale Differential beschreibt im Wesentlichen die Änderung der Funktion für kleine Schritte dz1, dz2, wenn ich die Funktion selber linear approximiere. Und das ist hier vielleicht in der Abbildung gezeigt. Versuchen wir auch die Größe innere Energie molekular zu interpretieren. Schauen wir nochmal unseren Gasbehälter an. Wo steckt die innere Energie in dem System? Oder nimmst du eine Flüssigkeit? Wo ist die innere Energie dieses Wassers? Sie sind dran. Nun, die innere Energie steckt natürlich in den Molekülen. Und wenn ich die Moleküle betrachte, Sie wissen aus der Quantenmechanik, die Moleküle können rotieren, die können innere Freiheitsgrade, die können schwingen. Da könnte ich Energie deponieren. Weiterhin können die Moleküle, haben die Moleküle kinetische Energie. Und die Moleküle haben eine Wechselwirkung, eine potenzielle Energie, die durch den Abstand der Teilchen gegeben ist. Also die innere Energie steckt in den Molekülen. Kinetische Energie, potenzielle Energie und innere Freiheitsgrade Energie deponiert in Rotationen und Schwingungen. Das ist einfach. Jetzt finden wir die innere Energie in der phänomenologischen Thermodynamik ist eine recht einfache Funktion. Ihre Variablen sind Volumen und Temperatur. U ist eine Funktion von V und T. Warum? Drücken Sie Stopp und denken Sie nach. Wir haben gesagt, die innere Energie ist eine Funktion von V und T. Und erfasst die Energie, die in den Molekülen deponiert sind. Die kinetische Energie der Teilchen wird durch die Temperatur bestimmt. P² durch 2m ist gleich 3 halbe K Boltzmann mal T. Dieser Term ist von der Temperatur bestimmt. Die potenzielle Energie hängt ab vom Abstand der Teilchen. Die Teilchen im realen Gas wechselwirken. Wenn ich den Abstand vergrößere, ändert es die potenzielle Energie. Dieser Teil hängt ab von der Temperatur, dieser Teil vom mittleren Abstand der Teilchen und das ist das Volumen. Und die inneren Freiheitsgrade, die ich auf der Folie nicht gelistet habe, werden bestimmt durch die Temperatur und das werden wir noch später genauer sehen, Boltzmann-Besetzung von Energieleitern von Molekülen. Es ist allein bestimmt durch die Temperatur. Also sinnvoll, die innere Energie ist eine Funktion von V und T. Ja, und dann haben wir uns länger beschäftigt mit dem ersten Hauptsatz. Und der erste Hauptsatz drückt im Wesentlichen die Energieerhaltung aus. Und es war sinnvoll, verschiedene Systeme einzuführen. Wir hatten definiert offenes System, geschlossenes System, abgeschlossenes oder isoliertes System, adiabatische Zustandsänderungen. Ja. Und ich hätte gerne, dass Sie jetzt den ersten Hauptsatz definieren für diese verschiedenen Systeme, die wir gerade aufgelistet haben. Nehmen Sie ein Blatt Papier und schreiben Sie es schön hin.
Das war nicht kompliziert und häufig besprochen. In einem isolierten System, angenähert, stellen Sie sich vor, eine Thermoskanne. Starre Wände, perfekt thermisch isoliert. Der Inhalt kommuniziert nicht mit der Umgebung. Das System hat eine bestimmte innere Energie und die ändert sich nicht. dU ist gleich 0. Adiabatische Zustandsänderungen sind solche, bei denen ich keine Materie austauschen kann, keine Wärme austauschen kann, aber Arbeit. Ein geschlossenes System ist ein System, bei dem ich Wärme und Arbeit mit der Umgebung austauschen kann und sagt, die Änderung meiner inneren Energie ist die Summe der mit der Umgebung ausgetauschten Wärme und Arbeit. Ein offenes System hat keine Einschränkungen, wie dieses Glas Wasser, ich kann auch noch was reinkippen. Und die Änderung der Energie ist die Summe der mit der Umgebung ausgetauschten Wärme und Arbeit und Energieänderungen, die aufgrund der veränderten Zusammensetzung zu beschreiben sind. Das ist der erste Hauptsatz. Und im Prinzip ist der erste Hauptsatz nicht viel mehr als ein Buchhalter. Ein Buchhalter der inneren Energie. Sie haben aktuell einen gewissen Kontostand. Sie zahlen Ihre Miete und die Oma überweist etwas und Ihr Kontostand hat sich verändert. Das ist die Geschichte, die hier erfasst wird. Ein abgeschlossenes System wie eins, Ihr Kontostand hat einen bestimmten Wert und es ändert sich nichts. Er bleibt konstant. Das ist die Story. Nicht sehr kompliziert. Wir hatten behauptet, die innere Energie ist eine Zustandsfunktion. Nehmen wir mal an, die innere Energie wäre keine Zustandsfunktion. Das hätte weitreichende Konsequenzen. Wir könnten dann ein Perpetuum mobile erster Art konstruieren. Eine Maschine, die Energie aus dem Nichts erzeugt und alle Energieprobleme der Menschheit löst. Wie? Stopptaste und nachdenken. Ja, die Anforderungen an Zustandsfunktionen waren, eine Zustandsfunktion ist gekennzeichnet, dass das Ringintegral über einen geschlossenen Weg gleich 0 ist. Die Größe dz ist ein totales Differential und ich identifiziere es, dass Gemisch, partielle Ableitung gleich sind. Wenn die innere Energie ist eine Funktion von Volumen und Temperatur, das heißt, kenne ich das Volumen und die Temperatur, ist die innere Energie bestimmt. Und wenn ich die verändere längs eines bestimmten Weges, ich erwärme und ändere das Volumen in einer bestimmten Art und Weise, erreiche ich einen neuen Wert. Und dieses Delta U ist die Differenz der beiden Werte. Wenn ich jetzt einen anderen Weg zurücklaufe und das Delta U wäre unterschiedlich, dann wäre die Bedingung an Zustandsgrößen nicht erfüllt. Das Ringintegral über einen geschlossenen Weg wäre nicht mehr 0. Und ich hätte dann einen bestimmten Kreisprozess aufgebaut, der Energie aus dem Nichts erzeugt. Ich brauche eine bestimmte Energie, um hier hinzukommen. Und mehr oder weniger Energie wird gebraucht, um hier zurückzukommen. Und die Energiedifferenz könnte ich nutzen, um andere Maschinen anzutreiben. Leider gibt es so eine Maschine nicht. Also eine Formulierung des Hauptsatzes wäre auch, es gibt kein Perpetuum mobile erster Art. Also keine so Maschine wie dieses schöne Escher-Bild, wo das Wasser scheinbar nach oben läuft und wieder runterläuft und das Rad hier antreibt. Das gibt es nicht. Wir haben bei diesen ganzen Energien Wärme, Arbeit unterschieden. Und Wärme war diese neue Größe, die eingeführt wurde in der Thermodynamik. Und gesagt, zwei Objekte kommen zusammen und vom Heißen fließt eine Wärmemenge auf das Kalte, so lange bis die gleiche Temperatur vorliegt. Was ist eigentlich Wärme? Drückst mal Stopp und antworten es drauf. Ja, die Antwort könnte so aussehen,
Wärme ist erstmal eine Energieform. Und diese Energie steckt in dieser ungeordneten Bewegung der Moleküle. Eine wichtige Erkenntnis war, Wärme ist keine Zustandsfunktion. Also es gibt keine Funktion, die sagt, dieser Behälter hat eine bestimmte Wärme. Sondern Wärme ist eine Prozessgröße, eine Größe, die dann sinnvoll ist, wenn ich sage, ich entziehe mein Wasser eine bestimmte Wärmemenge in einen bestimmten Prozess. Dass Wärme keine Zustandsgröße ist, kann man auch wieder schön sehen an der Analyse der Differentialformen. Der erste Hauptsatz, dU ist gleich Delta Q minus PdV. Delta Q ist dann durch einen einfachen Ausdruck beschrieben, der hier steht. Und wenn ich diese Differentialform analysiere, würde ich die gemischpartiellen Ableitungen angucken. Also dieser Term hier nach V abgeleitet, muss das gleiche geben wie dieser Term nach T abgeleitet. Wenn das gilt, ist dieser Ausdruck ein totales Differential. Machen wir das. Wir leiten diesen Ausdruck nach V ab und diesen Ausdruck nach T. Und was sehe ich? Zwei Terme sind identisch, weil die innere Energie ist eine Zustandsfunktion. Dann steht da, dP nach dT ist 0. Und dP nach dT bei konstantem Volumen ist ein einfaches Experiment. Wir haben einen Behälter, ein Gas ist drin. Wir erhöhen die Temperatur des Gases und der Druck ändert sich sicherlich, ist damit ungleich 0. Und damit hätten wir auch gezeigt, Wärme ist keine Zustandsfunktion. Unter bestimmten Bedingungen entspricht aber die vom System abgegebene Wärme der Änderung einer Zustandsgröße. Wenn wir zwei Szenarien in der Thermochemie genutzt, wir lassen den Volumen konstant und wir lassen Druck konstant. Sie brauchen bloß den ersten Hauptsatz hinschreiben. dU ist gleich Delta Q minus PdV. Wenn das Volumen konstant ist, was gilt dann? Wenn der Druck konstant ist, was gilt dann? Schreiben Sie es hin. Ja, das Ganze führt zur Thermochemie. Und wir können sagen, die Änderung der inneren Energie ist gleich der bei konstantem Volumen übertragene Wärmemenge. Und wenn ich die Wärmemenge bei konstantem Druck übertrage, bot es sich an, eine neue Zustandsgröße einzuführen. U ist gleich H ist gleich U plus P mal V. Und diese neu eingeführte Zustandsgröße wurde eingeführt, denn die bei konstantem Druck übertragene Wärmemenge entspricht der Differenz der Enthalpien. Und das war der Grund, warum ich die Enthalpie einführe. Zwei Aufgaben, über die Sie nachdenken sollen. Die Enthalpie ist eine Zustandsgröße. Die Änderung einer Zustandsgröße ist durch den Anfangs- und Endzustand definiert und völlig unabhängig vom gewählten Weg. Das kann mitunter genutzt werden. Wie kann ich zum Beispiel die Sublimationswärme, Festkörper geht über die Gasphase, bestimmen aus Verdampfungsenthalpie und Schmelztemperatur? Enthalpie. Zweite Aufgabe. Wie kann die Reaktionsenthalpie der Hydrierung von Propin zu Propan aus den Verbrennungsenthalpien von Propin und Propan bestimmt werden? Nicht sehr kompliziert die Antworten. Also ist klar, wir haben Zustandsgrößen. Hier ist Enthalpie aufgetragen. Und wenn ich das Eis überführe in Dampf, die Enthalpieänderung, die ich dafür brauche, ist unabhängig vom Weg. Ich kann das Eis erst schmelzen und das Wasser verdampfen lassen.
Weg 1, oder ich kann das Eis direkt sublimieren. Und das heißt, aus diesem Diagramm können Sie jede der beliebigen Größen bestimmen. Sie können die Sublimationsenthalpie bestimmen aus der Summe dieser beiden Terme. Und wir nutzen das, die Änderung einer Zustandsfunktion unabhängig ist vom Weg und allein durch den Endzustand und Anfangszustand bestimmt ist. Die zweite Aufgabe war, Verbrennungsreaktionen, um Hydrierwärme zu bestimmen. Wir wollen Propen zu Propan überführen, auch hier die Enthalpien aufgetragen. Was wir machen, wir verbrennen diesen Stoff. Bei der vollständigen Verbrennung steht CO2 und Wasser. Wir verbrennen das Propen, es steht CO2 und Wasser. Wir zerlegen ein Wassermolekül in das und kennen auch die Standardbildungsenthalpie für das Wasser. Und dann genügt es ihr, wenn Sie dieses Diagramm haben, um das Unbekannte auszurechnen. Verbrennungsenthalpien sind häufig der Schlüssel, um Reaktionsenthalpien zu bestimmen. Bei Verbrennungsenthalpien entsteht immer CO2 und Wasser, vollständige Verbrennung. Und damit können Sie auch aus, wenn ich im Wasser und Sauerstoff verbrenne oder das Umgekehrte mache, haben Sie den Schlüssel, um dieses Experiment zu lösen. Dann sehen, Wärme ist keine Zustandsgröße. Nur unter bestimmten Bedingungen entspricht die vom System abgegebene Wärme der Änderung einer Zustandsgröße. Jetzt haben wir auch die Technik des integrierenden Faktors eingeführt und haben gesehen, diese Differentialform der Wärme konnte überführt werden in ein totales Differential durch den integrierenden Faktor 1 durch T. T war die Temperatur. Und wir haben so eine neue Zustandsgröße definiert, Delta Q durch T, die erstmal unanschaulich ist, aber einen Charakter einer Zustandsgröße hat. Was bedeutet diese Zustandsgröße? Diese Zustandsgröße tritt bei verschiedenen Größen auf und eine Möglichkeit war eben zu untersuchen, wie kann ich Wärme effizient in Arbeit umwandeln? Das spielt eine Rolle. Wir haben gesehen, wir können kein Perpetuum mobile erster Art generieren, eine Maschine, die Energie aus dem Nichts produziert. Aber wir können Energieformen ineinander umwandeln. Und attraktiv wäre es sicher, ein unendlich großes Reservoir für uns anzuzapfen, wie zum Beispiel den Ozean. Da ist ein riesiger Wärmeinhalt in dem Wasser gespeichert. Und wenn ich jetzt eine Maschine hätte, die diese Wärme anzapft und in andere Arbeit umführt, wäre das höchst attraktiv. Und der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, der mit dieser neuen Größe verknüpft ist, könnte auch so formuliert werden, es gibt keine periodisch arbeitende Maschine, die nichts weiter macht, als Wärme in Arbeit umwandeln. Ich will jetzt hier in dieser Vorlesung nicht auf diese ganzen Carnot- und Stirling-Motoren eingehen, Sie sollten die aber auch eigenständig wiederholen. Und die Quizfrage, die ich Ihnen hier stelle, ist, warum besitzen alle Kraftwerke einen Kühlturm? Klingt doch wie ein Widerspruch. Ich verbrenne Heizöl und möchte letztendlich irgendwelche Generatoren antreiben und Strom zu erzeugen und immer wieder ist ein großer Kühlturm dabei. Auch beim Atomkraftwerk ein großer Kühlturm. Haben die zu viel Energie? Was ist da die Geschichte dahinter? Darüber sollten Sie nachdenken und bei diesem Nachdenken auch Stirling-Prozess, Dieselmotor und Carnot'scher Kreisprozess wiederholen. Viele Prozesse verlaufen spontan in eine ganz bestimmte Richtung. Wenn Sie das Gas hier haben, eingesperrt in einen bestimmten Container, Sie öffnen das Ganze, dann expandiert das Gas spontan ins Vakuum. Und wir haben das schon mit den Hilfsmitteln der statistischen Thermodynamik im vorhergehenden Kurs analysiert.
Wenn ich zwei Objekte habe, einer heiß, einer kalt, es fließt eine Wärmemenge von heißen zum kalten, bis die gleiche Temperatur haben. Das heißt, der erste Hauptsatz reicht nicht aus, um vorherzusagen, wo der Gleichgewichtszustand ist. Wir brauchen eine weitere Zustandsgröße, die das sagt. Wir brauchen also eine Zustandsgröße, die die Rolle des Chefs annimmt, der sagt, wo es lang geht, welcher Prozess ablaufen wird. Und das ist die Entropie, die durch diesen integrierenden Faktor schon eingeführt worden ist. Und das heißt, die Rolle der inneren Energie war die des Buchhalters. Die Rolle der Entropie wird die sein des Chefs, der sagt, wo es lang geht. Aber es ist nur das möglich, was Soll und Haben in Einklang lässt, das ist die Rolle der beiden. Ja, wie lautet der zweite Hauptsatz der Thermodynamik? Das sollten Sie gut formulieren können, das fragen Sie viele unserer Dozenten in der Ringvorlesung. Also nehmen Sie ein Blatt Papier und spulen Sie das runter. Das könnte so sein, wenn Sie es in eigenen Worten formulieren. Nummer 1 ist, es gibt eine neue Zustandsgröße und die ist die Entropie, definiert durch die reversibel übertragene Wärmemenge durch die Temperatur des Wärmeübertrags. Und diese Zustandsgröße hat interessante Eigenschaften. In einem abgeschlossenen System wächst die. Wird immer größer. Bei allen Prozessen, die in den abgeschlossenen Systemen ablaufen. So lange, bis der Gleichgewichtszustand erreicht ist. Und diesem Gleichgewichtszustand ist die Entropie maximal. Schauen Sie Kenngrößen an. Diese Aussagen gelten für das abgeschlossene System. Die Kenngrößen vom abgeschlossenen System ist Volumen ist konstant, starre Wände. Und es kann keine Energie rein oder raus. Die innere Energie ist konstant. Und diesen nimmt es ein Maximum an. Also in meinem Skript stand es so, jedes thermodynamische System besitzt eine Zustandsgröße Entropie. Man berechnet sie, indem man das System aus einem willkürlich gewählten Anfangszustand in den jeweiligen Zustand des Systems durch eine Folge von Gleichgewichtszuständen überführt. Die hierbei schrittweise zugeführte Wärmemenge Delta Q bestimmt und durch die entsprechende Temperatur des Wärmeübertrages definiert. Sämtliche Quotienten werden summiert. Die Entropie eines abgeschlossenen Systems bleibt bei reversiblen Zustandsänderungen unverändert. Bei irreversiblen Prozessen nimmt die Entropie des abgeschlossenen Systems zu. Also der erste Teil beschreibt die Definition der Größe und das zweite war die Extremalaussage. Und in jedem dieser kleinen Worte, die hier formuliert sind, steckt Bedeutung, Folge von Gleichgewichtszuständen, Zustandsgrößen. Also es hat was innen und wir haben das genau diskutiert. Wenn Sie sich unsicher fühlen, schauen Sie sich die Vorlesung vielleicht nochmal an, in der das diskutiert wird. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Expansion eines Gases ins Vakuum berechnet die Änderung der Entropie. Wie gehen Sie vor? Blatt Papier und ich stupse Sie, wie in einer Prüfung, zum Endergebnis. Wenn Sie hängen, der erste Tipp wäre, also wenn es jetzt so ist, Sie machen den Behälter auf, wie schaut der Gleichgewichtszustand, der sich einstellt? Und dann versuchen Sie den Anfangs- und Endzustand durch Zustandsgrößen zu definieren. Ja, und da kommt es einfach drauf, vor der Expansion steht halt mein Behälter unter einem bestimmten Druck, Volumen und Temperatur. Und nach dem Ganzen
Expansion ins Vakuum, gleicher Behälter, hat sich der Druck halbiert, das Volumen verdoppelt und die Temperatur blieb gleich. Damit haben sie den Anfangs- und Endzustand definiert. Und jetzt brauchen sie einen reversiblen Ersatzprozess. Ein Prozess, der Anfangs- und Endzustand verbindet, aber umkehrbar wäre. Ein reversibler Ersatzprozess heißt, sie könnten wieder den Ausgangszustand herstellen, ohne dass Veränderungen in der Umgebung zurückbleiben. Sie brauchen also einen Prozess, der fiktiv ist, den Sie sich ausdenken müssen. Wie kann ich von diesem Zustand zu diesem Zustand kommen und den auch wieder rückgängig machen, ohne dass Veränderungen der Umgebung bleiben? Das ist der Schlüssel. Ja, was ist der Ersatzprozess? Der Ersatzprozess ist natürlich eine isotherme reversible Expansion. Wir sehen ja, die Temperatur vorher, nachher begleicht, das Volumen hat sich einfach vergrößert und wir reden von einem idealen Gas. Also eine einfache Aufgabe. Erster Hauptsatz sagt aus, die Änderung der inneren Energie ist die Summe der mit der Umgebung ausgetauschten Wärme und Arbeit. Ist gleich dU nach dT, dT plus dU nach dV, dV. Die U nach dV beim idealen Gas ist 0, wechselwirkungsfreie Teilchen. Der Zustandlauf isotherm ab, dT ist 0. Damit wird die innere Energie, dU, ist gleich 0. Das heißt, bei dieser ganzen Expansion ändert sich die innere Energie nicht. Und dann steht da, Delta Q ist gleich PdV. Und die Wärmemenge, die ausgetauscht wird, ist dann nichts anderes als das Integral von V1 bis V2 über PdV. P ist ein ideales Gas, N mal R durch T. Wir betrachten es hier für 1 Mol und dann steht eben da RT ln V1 durch minus V2. Und damit habe ich ausgerechnet die Entropieänderung. Die Entropieänderung des Systems ist die Wärmemenge durch die Temperatur des Wärmeübertrags ist gleich R mal ln V2 durch V1. Wir haben jetzt erfunden die Entropieänderung in unserem System. Und ich möchte das nochmal mit der Vorlesung mit der ersten Stunde verknüpfen. Warum expandiert ein Gas ins Vakuum? Wir werden einfach sagen, der Zustand ist viel wahrscheinlicher. Das Gas, die Teilchen bewegen sich unabhängig voneinander und der gleich verteilte Zustand ist derjenige mit dem größten statistischen Gewicht. Wie groß wäre die Wahrscheinlichkeit, dass das Gas, wenn es expandiert ist, wieder den Ausgangszustand annimmt? Drücken Sie mal Stopp und denken Sie drüber nach. Nun, jedes Teilchen bewegt sich unabhängig voneinander. Wenn die Teilchen gleich groß sind, ist es mit Wahrscheinlichkeit 1/2 links oder rechts zu finden. Zwei Teilchen, 1/2 mal 1/2. Drei Teilchen der linken Kammer, 1/2 mal 1/2 mal 1/2. N Teilchen, 1/2 hoch N. N ist 10 hoch 23, also die Wahrscheinlichkeit ist 0, dass dieser Ausgangszustand wieder angenommen wird. In der statistischen Thermodynamik würde ich einfach sagen, die Triebkraft für die Expansion ist der Gewinn der Mikrozustände. Und die Zahl der Realisierungsmöglichkeiten der Mikrozustände war einfach durchs Lotterproblem gegeben. Q war die Anzahl der Zellen, die ich habe, N die Anzahl der Teilchen und die Verteilung von beiden ist Q über N Binomialkoeffizient. Da wir es hier mit großen Zahlen zu tun haben, ist es sinnvoll, den ln zu benutzen. Ln wäre eine kontinuierlich steigende Funktion. Wenn Q ein Maximum hat oder Omega ein Maximum hat, dann hat auch ln Omega ein Maximum. Haben keine Einschränkungen dadurch. Und wenn ich das Ganze logarithmiere
und die Stirling-Formel, eine Näherungsformel, benutze, dann ergibt sich ein einfacher Ausdruck, ln Q ist gleich Q mal ln Q minus Q. Man kann da ein bisschen lang rumwurschteln und dann versuchen, einen Näherungsausdruck zu definieren. Ich will darauf jetzt nicht groß eingehen. Das ist im Prinzip von dem ursprünglichen Ausdruck die Stirling-Formel angewandt, bisschen rumjongliert und genutzt, dass ln1 minus x ungefähr gleich minus x ist, wenn x klein ist. Und damit kann ich ausdrücken, der Logarithmus der Zahl der Realisierungsmöglichkeiten ist die Anzahl der Teilchen plus n mal ln q durch n. Q waren die Zellen, n die Teilchen. Mit dieser Formel kann ich eingehen auf den Gewinn der Mikrozustände ausrechnen bei der Expansion. Also die Zahl der Realisierungsmöglichkeiten ist durch diesen Ausdruck gegeben. Wenn mein Gas expandiert, wird das Volumen um den Faktor a größer. Die Zahl der Zellen wird um den Faktor a größer. Und die Zahl der Realisierungsmöglichkeiten ln Omega Strich minus ln Omega kann ich einfach hinschreiben. Da die Zahl der Teilchen vorher und nachher gleich blieb, kommt ein einfacher Ausdruck raus. Ln Omega Strich minus ln Omega ist gleich n mal ln V Strich durch V. Das ist der gleiche Ausdruck, den wir gerade bei der Entropie hatten. In der phänomenologischen Thermodynamik haben wir den zweiten Hauptsatz genutzt. Wir haben einen Ersatzprozess gefunden und die Entropieänderung des Systems ausgerechnet. Und gefunden, L2 minus S1 ist gleich R mal ln V2 durch V1. In der statistischen Thermodynamik haben wir den Gewinn an Mikrozuständen ausgerechnet. Und gefunden, ln Omega Strich minus ln Omega ist gleich N mal ln V Strich durch V. Die sehen frappierend ähnlich aus und sie werden identisch, wenn ich S gleich KB mal ln Omega einführe. Und was diese Beziehung hier macht, die auch auf Boltzmann zurückgeht, ist eine statistische Interpretation der unanschaulichen Zustandsgröße Entropie. Die Entropie ist verknüpft mit dem Logarithmus der Zahl der Realisierungsmöglichkeiten in meinem System. Wir haben damit eigentlich eine Größe gewonnen, die uns etwas aussagt über die Richtung spontaner Prozesse in einem System. Die Entropie. Alles läuft in ein abgeschlossenes System zu einem Gleichgewichtszustand, der dadurch gekennzeichnet ist, dass die Entropie dann maximal ist. Die Entropie ist aber, diese Extremalaussage bezieht sich auf ein abgeschlossenes System. Ein Dürr-Gefäß mit Deckel drauf. Und das ist für einen Chemiker kein praktisches System. Das heißt, wir suchen eigentlich eine Größe, die das auf chemisch adaptiertere Probleme anwendbar ist. Und als Chemiker hat man eher eben zu tun mit geschlossenen Systemen, wo ich zumindest einen Bunsenbrenner drunter halten kann oder auch vielleicht sogar mit offenen Systemen. Und aus diesem Grund wurde eigentlich nichts weiter gemacht, diese Gibbs-Energie eingeführt. Die Gibbs-Energie, die Idee war eigentlich, wir schreiben den zweiten Hauptsatz um auf ein geschlossenes System. Und darum wurde diese Größe eingeführt. Dieses Umschreiben ging so, ein abgeschlossenes System, die Entropie nimmt zu. Das abgeschlossene System stelle ich mir vor als ein geschlossenes System, mein System und eine Umgebung. Und die Umgebung sei so groß mit riesiger Wärmekapazität, dass ich eine Wärmemenge von meinem System auf die Umgebung übertragen kann, ohne dass sich die Temperatur ändert. Und dann kann ich eben schreiben, dass ds abgeschlossen ist, ds System plus ds Umgebung.
Und mein DS-System kann ich schreiben durch die Wärmemenge, die das System auf die Umgebung trägt, durch die Temperatur. Und diese Wärmemenge, die das System überträgt, konnte ich identifizieren mit der Enthalpie oder der inneren Energie. Und damit bin ich bei diesen neuen Extremalaussagen angekommen, die sinnvoll sind, neu einzuführen, zwei neue Zustandsgrößen, die freie Energie, U-TS, die Gibbsche Energie, H-TS. Und dann habe ich DF ist gleich T mal V und die G ist gleich TP als neuen Gleichgewichtsbedingungen. Das sollte ich nicht mehr gebrauchen, das ist aus dem alten Skript. Also die Gibbsche freie Enthalpie, nennen Sie es Gibbs-Energie, das ist damit, was gemeint ist. G ist H minus TS. Und wir sehen hier eine neue Aussage. Die Gibbs-Energie werden wir lernen, wie man die aufstellt. Und die Gibbs-Energie strebt im Gleichgewicht ein Minimum ein. Das macht es attraktiv. Und das werden wir jetzt in der nächsten Stunde nutzen, um Prüfungsgespräche zu simulieren, indem wir einen Reigen von interessanten Anwendungen bringen, die Sie hier aufgelistet sind, von Osmose, von Löslichkeiten, von Gasen, von der Frage, warum braucht ein Tiefseetaucher eine Helium-Gasmischung, Keimbildung und Wachstum, chemisches Gleichgewicht. All diese Facetten können Sie sehr schön in dem Formalismus der phänomenologischen Thermodynamik beschreiben. Und das werden wir in der nächsten Stunde üben. Die Stunde war eigentlich so der formale Apparat nochmal im Gedächtnis rufen. Ja, ich hoffe, Ihnen geht es allen gut und Sie sind gesund. Und wir sehen uns dann bald zum zweiten Teil. Wir sind also jetzt hier in dieser Briefmarke nochmal. Wir haben System, Umgebung eingeschrieben, Zustandsgrößen, der erste Hauptsatz, formuliert für verschiedene Bedingungen, erster Hauptsatz verknüpft mit totalem Differential. Wir haben gesehen, dass die Wärmemenge, die ausgetauscht wird mit einem System, keine Zustandsgröße ist, nur unter besonderen Bedingungen, Volumenkonstant, Druckkonstant. Und das führte zur Thermochemie. Wir brauchten eine neue Zustandsgröße, die Entropie, die so definiert war und die etwas aussagt über die Richtung spontaner Prozesse. Und wir werden sehen, dass diese Größe und die Extremalaussage nicht sehr praktisch ist, weil sie sich auf ein abgeschlossenes System bezieht. Wir haben das umgeschrieben auf das geschlossene System und damit die Größe Gibbs-Energie eingeführt und die werden wir nutzen für die Anwendungen. Danke, bleibst gesund. Tschüss. Kuckuck. Und das ist mein einziger Zuhörer hier.